Für mich das perfekte Neujahrs- und Ostergebäck. Hefezopf mit Hagelzucker und Hefekränze mit Nussfüllung. Dafür wird zuallererst Butter zum Schmelzen gebracht. Achtet dabei allerdings darauf, dass eure Butter zwar flüssig wird, aber insgesamt nicht zu heiß. Währenddessen werden schon mal Mehl, Zucker, Salz und Trockenhefe in einer großen Schüssel miteinander vermischt. Jetzt kommt die geschmolzene Butter, Pflanzenmilch und Vanilleextrakt oder Vanillezucker mit in die Schüssel und alles wird gut miteinander verrührt und ca. 10 Minuten durchgeknetet. Nehmt dafür am besten einen Handmixer mit Knethaken oder wie ich eine Küchenmaschine, denn mit der Hand ist das Ganze echt ein bisschen mühselig. Ist euer Teig schön glatt und elastisch, wird die Schüssel mit einem Tuch bedeckt und der Teig mindestens eine Stunde gehen gelassen. Euer Teig sollte sich in der Zeit ungefähr verdoppeln. Für einen klassischen Hefezopf wird die Arbeitsfläche nun mit etwas Mehl bestäubt, der Teig in drei gleich große Teile geteilt und diese dann in ca. 50 cm lange Stränge gerollt. Die Teigstränge werden dann zu einem Zopf verflochten, der Hefezopf diagonal auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gegeben und einmal mehr abgedeckt für ca. 30 Minuten gehen gelassen. Wollt ihr wie bei Hefekränze, teilt ihr den Teig in vier gleich große Teile und rollt diese dann oval aus. Für die Füllung werden Pflanzenmilch, Zucker, Zimt sowie gemahlene und gehackte Haselnüsse miteinander vermischt und gleichmäßig auf dem ausgerollten Teig verteilt. Den bestrichenen Teig nun von der langen Seite aufrollen, die Teigstränge längs halbieren, miteinander verflechten und einen Kranz formen. Die Hefekränze nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und abgedeckt 30 Minuten gehen lassen. Jetzt wird Pflanzenmilch mit Agavendicksaft vermischt, die Hefekränze oder der Hefezopf damit großzügig bestrichen und der Hefezopf noch mit Hagelzucker oder Mandelblättchen bestreut. Und jetzt wird bloß noch gebacken. Macht ihr den Hefezopf, sollten ca. 30 Minuten Backzeit eingeplant werden, bis er richtig schön goldbraun ist. Macht ihr die Hefekränze, reichen meist 20 Minuten.